Hallo, CouchDB, eine Datei an ein Dokument hängen. Durch Attachments ist es machbar, Dateien an ein Dokument zu hängen, wie man das auch von E-Mails erkennt. Im persönlichen Verzeichnis habe ich eine Textdatei namens c.txt mit dem folgenden Inhalt. Diese kann ich nun mittels Befehl an ein Dokument hängen. Hier habe ich die Datenbank Test. Und in dieser Datenbank habe ich ein Dokument mit der ID BS, noch ohne Inhalt momentan. Und der Befehl für den Anhang sieht so aus: curl minus groß X put http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich dann die Datenbank Test, Schrägstrich, dann die Dokument-ID BS, dann die Datei c.txt, Fragezeichen, dann die Versionsnummer, die kopiere ich einfach mal. Kopieren und einfügen, dann minus minus. Data Binary Leerzeichen at c.txt nochmal die Datei und am Ende wird noch die Zeichenkodierung festgelegt mit minus groß H Content Type Doppelpunkt Text Schrägstrich Plain Semikolon Charset gleich UTF-8. Okay. Und dann gibt es hier den Anhang. Bei Futon unterstrich UTILS passiert das Ganze mit Upload Attachment. Okay. Und die Attachments werden angezeigt durch curl minus groß X get http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich die Datenbank Test Schrägstrich und das Dokument. Und hier ist die Datei. Den Inhalt kann man sich anschauen. Durch curl minus groß x get http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 test Schrägstrich bs Schrägstrich und dann einfach die Datei c.txt. Okay. Und gelöscht wird der Anhang dann wieder mit delete. Und zwar sieht der Befehl dann so aus: curl minus groß x delete http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich test bs dann c txt Fragezeichen und dann wieder die Versionsnummer. Die kopiere ich wieder. Kopieren und einfügen und dann Enter. Und dann ist die neue Version 8 und es gibt keinen Anhang mehr. Ciao und viel Glück.